Hallo und herzlich willkommen. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Hier ist wieder Daniel vom Team Abnehmen mit Garantie und du siehst Folge Nummer 5 von unserer Reihe Verbotene Lebensmittel. In dieser Reihe stellen wir dir Lebensmittel vor, die du beim Abnehmen besser nicht essen solltest. Wenn du diese Lebensmittel meidest, dann wirst du viel schneller abnehmen, du wirst auch viel einfacher abnehmen und auch viel gesünder abnehmen. Und du kannst auch damit sehr gut vermeiden, zum Beispiel einen Jojo-Effekt zu bekommen, indem du einfach langfristig diese Lebensmittel weniger isst oder am besten gar nicht mehr isst. Und jetzt möchte ich dir Lebensmittel Nummer 5 vorstellen, das du beim Abnehmen besser nicht zu dir nehmen solltest. Und dich wird vielleicht überraschen, dass dieses Lebensmittel sehr, sehr wenig Kalorien hat. Aber du solltest es beim Abnehmen oder generell eigentlich eher nicht zu dir nehmen, weil es sehr viele ungesunde Zutaten hat. Das heißt, da sind viele Stoffe drin, die für dich nicht gut sind und ja, die eben, ja, für dich eine ungesunde Wirkung haben. Darum solltest du es beim Abnehmen oder auch generell eher nicht zu dir nehmen. Und du solltest dieses Lebensmittel auch nicht zu dir nehmen, weil es deine Fettverbrennung stoppt. Und das, obwohl es im Grunde genommen ja eigentlich fast keine Kalorien hat. Also so gut wie keine Kohlenhydrate, so gut wie keine Fette, so gut wie keine Proteine. Und es ist auch nichts, was du essen kannst, sondern es geht hier um sogenannte Leitgetränke. Die solltest du deshalb beim Abnehmen nicht trinken, weil sie süß sind und an deiner Zunge erkennt dein Körper schon, dass was Süßes kommt und er denkt dann, es kommen schnelle Kohlenhydrate. Und deshalb wird Insulin ausgeschüttet. Und das stoppt deine Fettverbrennung und führt sogar noch zu Heißhunger, weil du ja nicht wirklich Zucker zu dir nimmst, sogar noch stärker, wenn du Pech hast, als wenn du wirklich ein gesüßes Getränk trinken würdest. Das heißt also, Leitgetränke sind sehr ungünstig, wenn du abnehmen möchtest. Und deshalb solltest du die beim Abnehmen auf keinen Fall trinken. Als Tipp jetzt an dich, versuche es mal mit komplett ungesüßten Getränken. Das heißt, einfach Wasser oder ungesüßten Tee zum Beispiel nehmen. Das stoppt nicht deine Fettverbrennung. Und wenn du unbedingt Leitgetränke trinken möchtest, dann kannst du diese direkt nach einer Mahlzeit trinken. Da wird ohnehin ein bisschen Insulin ausgeschüttet. Und dann ist das nicht so schlimm. Also direkt zu einer Mahlzeit kannst du das schon machen. Ist es nach wie vor nicht gesund. Und du solltest es lieber möglichst wenig machen. Aber dann ist das okay. Und ansonsten versuch einfach mal auf ungesüßte Getränke zurückzugreifen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen oder schreib mir einfach mal einen Kommentar unter das Video. Wenn du mehr zu dem Thema wissen willst, dann klick mal auf den Link unter diesem Video und schau dir unseren Blog genauer an oder abonniere einfach unseren Kanal. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, ciao!